Wir sehen hier das Nokia 5230. Erstmal schauen wir uns das Gerät wie immer von außen an. Und zwar haben wir hier einmal den Steckplatz für die Micro-SD-Karte, mit der der Speicher erweiterbar ist. Und das ist hier ganz interessant. Ich meine mich zu erinnern, dass das beim Nokia 5800 auch so war. Hier ist der Steckplatz für die SIM-Karte. Nun könnte man meinen, das ist praktisch, weil man die SIM-Karte wechseln kann, ohne den Akku rauszunehmen. Dafür braucht man dann allerdings, glaube ich, eine Pinzette. Die bekommt man sonst nämlich nicht raus. Wenn man den Akku rausnimmt, dann kann man die ganz leicht rausschieben. Aber so, denke ich mal, ja, bräuchte man eine Pinzette, um das zu machen. Hier haben wir den USB-Anschluss. Hier haben wir den Anschluss für die Kopfhörer. Hier kommt das Ladegerät rein. Hier kann ich das Handy ein- und ausschalten. Hier an der Seite haben wir dann noch Lautstärketasten. Das hier ist meine Hold-Taste, also ich kann den Touchscreen ein- und ausschalten. Und hier sehe ich noch die Kamerataste. So, so sieht das Handy dann von vorne aus. Es ist ein Handy mit resistivem Touchscreen. Das heißt, er lässt sich insbesondere sehr gut per Stift bedienen, beziehungsweise im Lieferumfang ist auch so ein Plektron drin. Mit dem geht das ganz gut, aber mit dem Finger geht's auch. Das werde ich jetzt mal hauptsächlich machen, damit man einfach mal sieht, wie das dann im Alltag so ist. Kontrast und Helligkeit sind auch in Ordnung. Wäre mit einem AMOLED-Display sicherlich noch besser, aber ist, denke ich mal, in Ordnung. So, das hier ist mein Startscreen. Hier oben kann ich mir erstmal, also natürlich eigentlich mit so kleinen Bildchen dann noch meine Hauptkontakte einfügen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel auf die Uhr klicke, mir die Weckzeit einzustellen. Wenn ich daneben klicke, kann ich hier das Profil wechseln. Hier rechts, komme ich auch zur Uhrzeit oder kann meine Verbindungen einstellen. Also Bluetooth, USB, generell das Netz. Und jetzt habe ich eine neue SMS bekommen. Genau, hier habe ich dann noch meine E-Mails. Hier sehe ich 4 Shortcuts, und zwar Facebook, neue Mitteilungen, Karten und den Ovi-Store. Hier links habe ich dann noch den Shortcut Telefon. Also wenn ich dann tatsächlich mal telefonieren möchte mit meinem Handy, kann ich das da machen. Kontakte habe ich hier rechts. Hier habe ich über die Taste eine Liste mit den zuletzt gewählten Rufnummern. Und die Taste hier rechts ist dann nicht belegt. Und hier in der Mitte komme ich dann in das Menü. Da habe ich Kalender, Kontakte, Protokoll, Internet, Mitteilungen, Galerie, Store, Musik, Karten, Einstellungen, Hilfe und Programme. Ich werde jetzt hier einfach mal in das Nachrichtenmenü reingehen und dann kann ich hier eine SMS tippen. Das kann ich zum einen hier im Hochformat machen und habe dann hier, also momentan habe ich T9 an, das kann ich hier oben entsprechend ändern. Also ich kann die Eingabehilfe deaktivieren, zum Modus wechseln oder auch zum Zahlenmodus. Und ansonsten kann ich hier über die Tastatur noch die Handschriftenerkennung auswählen. Und dann, na, das hat nicht ganz geklappt. Hier muss man, denke ich mal, ein bisschen üben, bis wirklich alles erkannt ist. Also ich finde es wesentlich leichter, hierüber zu tippen. So, das Handy hat aber auch eine virtuelle Querztastatur. Und dann kann ich hier einfach auch eigentlich sehr bequem tippen. Das funktioniert super. Obwohl die Felder ja jetzt nicht so wahnsinnig groß sind, trifft man sehr, sehr gut. Man bekommt auch so ein leichtes Vibrationsfeedback. Also das geht wirklich gut. Ich denke mal, mit einem Stift dann wahrscheinlich noch besser und noch treffsicherer. Aber auch so mit der Hand geht das völlig problemlos. Also von der Steuerung her kann das Handy absolut überzeugen.